Es gibt eine richtig, richtig geile Rooftop-Bahn. Wahrscheinlich die beste Dachterrasse in ganz Prag, die wir das letzte Mal entdeckt haben. Und ich möchte einfach nochmal zeigen, was denn da so geht, wo ihr das Ganze findet und was ihr da so erleben könnt. Die Rooftop-Bar nennt sich Rooftop Luzerna. Das Ganze ist in dem Palace Luzerna, ein ziemlich verstecktes, aber echt sehr sehenswertes Juwel mitten in Prag, in der Nähe vom Wenzelsplatz. Und diese komplette Areal ist schon sehenswert genug. Es gibt unten drin ein wunderbares altes Kino. Der komplette Bau allein ist so ein bisschen Art Deco. Ja, sehr, sehr speziell. Es gibt eine Veranstaltungslocation. Die meisten Touristen kommen wahrscheinlich hin, weil mitten in dem Raum oder in diesem Gebäude hängt ein Kunstwerk von David Czerny, oder Czerny, wie man ihn noch immer ausspricht. Der Reiter, der auf dem verkehrt herumhängenden Pferd sitzt. Also ziemlich skurril das Ganze. Und als ob das Ganze noch nicht mehr als genug wäre, was man da erleben kann, gibt es auf dem Dach von diesem Palace Luzerna noch eine Dachterrasse. Und momentan ist es noch ein ziemlich guter Geheimtipp. Die wenigsten Leute wissen, dass es da oben so ein echt wirklich, wirklich schönes Juwel gibt. Und um es noch cooler zu machen, gibt es auf dem Weg auf die Dachterrasse was wahrscheinlich die wenigsten von euch bisher gemacht haben. Man kann Paternoster fahren, also diesen richtig coolen Aufzug, wo du einfach nur reinspringst, wenn der, ja, irgendwie diese Gondel, wie sich dieses ganze Ding nennt, dann kommt und du fährst hoch, fährst bis zum vierten Stock. Und da oben erwartet dich dann halt einfach eine Dachterrasse, die du da wahrscheinlich nie erwarten würdest. Es ist eine so wunderschöne Ecke da oben. Komplett ruhig und das Ganze hat den Hintergrund oder ist deswegen entstanden, weil ein Privatmann hat oben einfach dieses komplette Areal gekauft. Der wohnt da oben, der hat also eine kleine Wohnung sich aufgebaut und hat das Ganze der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das ist eine riesengroße Fläche mit verschiedenen Terrassen, Stufen, Treppen. Es gibt Bars, Musik läuft, es steht sogar ein kleines Piano da, sodass man, wenn man Lust hat, da ein bisschen rumklimpern kann. Das Allerbeste ist natürlich der Ausblick. Also du siehst von dieser Dachterrasse richtig schön Richtung Sonnenuntergang, hast Hradschin und den kompletten Burgbereich und die Kathedrale im Blick. Und es ist einfach echt schön da oben und momentan noch eine ziemlich entspannte Geschichte, weil, wie gesagt, es ist sehr gut versteckt. Du findest es auch in dem Palace Luzerna relativ, ja, nicht schwer. Es ist inzwischen ausgeschildert, aber die wenigsten Leute wissen, was einen da oben erwartet. Was ein bisschen unschön ist, das Ganze kostet leider auch Eintritt. Also wir sind bei 100 Kronen, das müssen so knapp 4 Euro sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und auch die Getränkepreise da oben sind doch relativ happig, aber es lohnt sich wirklich. Also wenn du mal in Prag bist, dann fahr da hin. Oder fahr mit dem Paternoster da hoch, besser gesagt. Wann hat das Ganze geöffnet? Es ist immer Samstag, Sonntag und Montag. Ab 3 geht's los, 3 Uhr nachmittags. Und zum Sonnenuntergang schließt das Ganze wieder. Und ich kann dir echt nur empfehlen, da unbedingt mal hochzufahren. Schau dir das Ganze an. Das ist wirklich eine richtig schöne, entspannte Location da oben. Und ja, 4 Euro Eintritt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn du bis zum Sonnenuntergang da bleibst. Die Damen am Eingang haben ja auch gesagt, dass wenn du 100 Kronen bezahlst, dann bekommst du einen Stempel oder ein Bändchen und kannst theoretisch auch nochmal zurückkommen, wenn du zwischendurch nochmal in der Stadt irgendwas anderes anschauen möchtest. Also, das ist alles kein Problem. Und genau, wie gesagt, lohnt sich. Geh hin, Rooftop, Dachterrasse auf dem Palace Luzerna und sag uns doch mal, wie es dir da umgefallen hat.